Schwer bepackt komme ich beim Bahnhof Sempach Neuenkirch an. Neben einem schönen roten Rucksack habe ich auch mein Zelt dabei. Ich mache in den nächsten Tagen Hausbesuch auf dem Campingplatz Sempach. Nach gefühlten 100 km Fußmarsch bin ich endlich dort angekommen und da gerade eingecheckt. Begrüßt worden bin ich von der Eva Herzog. Sie ist seit 2003 die Leiterin vom Campingplatz. Vorher hat sie 12 Jahre lang das Restaurant geführt. Sie kommt aus einer richtigen Campingplatz-Dynastie. Vor ihr haben schon ihre Schwiegervater und ihre Mann den Camping in Sempach geleitet. Wohnen tut sie aber nicht dort, sondern in einem ganz normalen Haus in Sempach. Ich habe Glück, obwohl es Ferienzeit ist, findet sie für mich und mein Zelt noch ein Plätzchen am See. Den gehe ich jetzt gerade mal suchen. Unterwegs komme ich den ersten Eindruck vom Campingplatz über. Seit 1959 kann man hier seine Ferien verbringen. 200 Saisonplätze und 230 Touristenplätze hat es. Gäste kommen vor allem aus der Schweiz, aber auch Camper und Durchreisende aus Deutschland und Holland trifft man hier häufig an. Endlich habe ich den See gefunden. Schön ist es hier. Ich glaube, wenn ich die Zeit aufgestellt habe, kann ich mich hier ein bisschen abkühlen. Die Zeit aufstellen, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich bin zwar ein altdienter Jungwächtler, aber das letzte Mal gezeltet habe ich vor vielen, vielen Jahren an irgendeinem Open Air. Bevor ich mich mit Innenzelt, Überzelt, Stangen und Hering auseinandersetze, brauche ich darum noch eine kleine Stärkung. Zum Glück gibt es hier auch ein grosses Restaurant. Aber das muss ich hier sehen. Da fehlt doch glatt der Beton in den Seitenständer. Das muss ich natürlich sofort ändern. Zum Glück habe ich mehr als einen dabei. Endlich einmal sitzen. Das tut gut. Aber schon habe ich mein nächstes Ziel gesehen, die Strandbar. Hoppla, zu früh gefreut. Sie hat offenbar noch zu. Dann komme ich meinen 600 Beach halt später trinken. Jetzt ist aber definitiv Zeit, um mein Zelt aufzustellen. Obwohl, die Strandkörbe hier sehen schon noch einladend aus. Nur geschwind und Probe hocken. Das war leider nur ein Traum. Aber es ist ja auch hier sehr schön. Vor allem, wenn man einen Platz direkt am See hat. Und mein Zelt aufstellen. Entgegen allen Befürchtungen war das gar keine Hexerei. Meine Jungmacht- und Open-Air-Erfahrung zahlt sich eben doch aus. Trotzdem, es war ein anstrengender Morgen gewesen.